Ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer erster Schritt auf dem Weg zum Leben in den besseren Kreisen. Folge mir! Schönen guten Tag, Sir. Hätten Sie Interesse an Schokolade? Schokolade? Sagtest du da eben Schokolade? Ja, Sir. Mit oder mit ohne Nüsse? Schokolade? 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 Wir arbeiten als Team. Erst füttere ich die Kunden an und dann kommst du und schlägst zu. Ich schlag zu. Was denn? Hallöchen, schöne junge Frau. Wir verkaufen Schokolade. Ist Ihr Mütterchen zu Hause? Mutti! Was denn? Was soll denn das Geschrei? Du kannst es wohl nicht erwarten, bis ich endlich tot bin. Die verkaufen Schokolade. Schokolade? Ja. Was? Was verkaufen die? Schokolade. Was? Schokolade. Ich verstehe dich nicht. Sie verkaufen Schokolade. Die verkaufen Schokolade? Ja. Schokolade? Ich weiß noch, als sie die Schokolade erfunden haben. Süße, süße Schokolade. Habe ich schon immer gehasst. Oh, aber diese Schokolade ist gar nicht zum Essen. Sie ist für... Reiben Sie sie auf die Haut und dann werden Sie fast ewig leben. Nein, sagst du? Ich nehme eine. Komm schon, du faules Stück. Reib mich mit der Schokolade ein. Ich hasse euch. Schokolade! Nein, haben nicht Sie schlagen. Gnade! Bitte, ich bitte tun Sie uns Sie nicht! Bitte, aber. Endlich! Ich renne euch beiden schon den ganzen Tag hinterher! Und jetzt, wo ich euch endlich da habe, wo ich wollte, will ich eure ganze Schokolade kaufen. Vielen Dank für Ihre Kunden. Weißt du, was das für ein Ding ist? Es sieht aus wie ein riesiger Schreibstock. Fass ihn mal an. Ja, es ist ein riesiger Schreibstock. Lass uns ein paar riesige Bilder damit zeichnen. Was soll das werden? Geh mir aus dem Licht. Ich kann nicht zeichnen, wenn du mir so dicht auf die Pelle rückst. Puh, Künstler. Das ist eine Qualle. Gar nicht so schlecht. Aber du hast keinen blassen Dunst von Farbgestaltung. Und deine Perspektive lässt noch eine Menge zu wünschen übrig. Ha! Heutzutage ist jeder ein Kritiker. SpongeBob, deine Zeichnung ist lebendig geworden. Na, was habe ich gesagt, Herr Oberkritiker? Nein, ich meine, sie schwimmt gerade weg. Weißt du auch, was das bedeutet, Patrick? Deine Kunst kann nie in einem Museum hängen. Es bedeutet, wir haben einen Zauberschreibstock gefunden. Wenn ich jetzt noch einen Zauberschnurrbart hätte, dann wären alle meine Träume endlich wahr geworden. Kannst du gerne haben. Das Leben ist schön! Wie gewonnen, so zerronnen. Thaddäus, wenn du jetzt noch Haare hättest, wärst du mit Abstand das schönste Wesen in der ganzen See. Du siehst gut aus, hast Talent, dir fehlt einzig und allein noch ein voller Schopf Haare. Ich bin dran. Schön vorsichtig, Patrick. Als Künstler trägt man eine große Verantwortung. Jedes Kunstwerk ist wie ein Kind und muss auch so gehegt und gepflegt werden. Komm schon, ich will doch bloß ein Cartoon zeichnen. Ach so, sag das doch gleich. Hey, das ist ja noch eine Qualle. Nein, du Dovi, das ist Thaddäus. Sieht echt unheimlich aus, wenn er sich bewegt. Ja, da hast du irgendwie recht. Wir dürfen ihn nicht in die Stadt gehen lassen. Armer Thaddäus. Hey, mein Gehirn hat gerade eine Idee ausgeheckt. Das wird ein absoluter Kracher. Mich überkommt eine wahnsinnige Lust auf einen Spaziergang durch den Park. Thaddäus! Was willst du denn schon wieder? Hallo, was ist denn das? Jemand hat mir ein bisschen Geld für eine Dauerwelle vorbeigebracht. Komm zu Herrchen. Ihr Mistkopf. Oh, meine Haare. Ihr könnt was erleben. Warte, ich habe noch eine bessere Idee. Das wird der absolute Megabrüller. Ich zeichne mich und wenn Thaddäus denkt, ich wäre an der Tür, bin ich's in echt gar nicht.
Sieh ihn dir an. Ist er nicht niedlich? Er braucht nur noch eine Krawatte. Dann können wir ja loslegen. Bak, 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 bak. Er geht jetzt zur Tür. Jetzt klopft er an die Tür. Jetzt macht Thaddäus tatsächlich die Tür auf. Und? Au, 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 au. Und jetzt verbrüht der Thaddäus. Strichmännchen, hör auf. Er hat den Schreibstock mitgenommen. Was hab ich getan? Die große Krabbelpizza ist die Pizza super knusperig. Pizza. Große Krabbelpizza ist die Pizza für dich und mich. Pizza für dich. Du hast eine krustige, krabbige Pizza im Auge. Bunch, wir müssen was essen. Ich hab gehört, wenn's hart auf hart kommt, essen die Pioniere Korallen. Oder waren's doch keine Korallen? Vielleicht war es ja auch Sand oder Dreck. Gib mir die Pizza! Wart, jetzt weiß ich's wieder. Es sind Korallen. Gib mir die Pizza! Nein, wir haben der Kundschaft Treue geschworen. Du hast recht. Die Kundschaft geht vor. Ja. Vielleicht sehen wir ja besser mal nach, ob sie noch in Ordnung ist. Naja. Nur mal spicken. Okay, alles gut. Oh nein, ich glaube, ich habe was gesehen. Oh, nein, ich habe mich geirrt. Die sieht gut aus. Wirklich ein Bild von einer Pizza. Ja. Was ist das? Ist das der Käse? Oh ja. Und die Peperoni. Oh ja. Sieht doch lecker aus. Moment mal, ich weiß genau, was du vorhast, Thaddäus. Ich lass nicht zu, dass du die Pizza isst. Gib mir die Pizza. Nein. Zwing mich nicht, sie dir wegzunehmen. Vergiss es. Komm sofort zurück, SpongeBob. Gib mir die Pizza. Nein. SpongeBob. Nein. Bleib stehen. Nein. Warte! Nein! Nein! Ich will diese Pizza! Und du wirst sie mir jetzt geben, so oder so! Sieh nur, wir sind gerettet! Sicher sind wir gerettet! Jetzt gib mir die Pizza! Nein, ernsthaft, Thaddäus, wir sind gerettet! 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 Hör sofort auf damit! Gerettet! 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 Gerettet, wir sind gerettet. Das ist doch bloß so ein blöder Brocken. Das ist eben nicht bloß ein Brocken. Das ist ein Fels, ein Fels, ein Fels. Das ist ein großer, wunderbarer, alter Felsen. Ach, die Pioniere sind meilenweit auf den Dingern geritten und jetzt noch prima in Schuss. SpongeBob, hör endlich mit diesen Pionieren auf. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sie gar nicht mehr unter uns sind? Und zwar deshalb, weil sie lausig schlechte Tremper, Korallenfresser und Moosanbeter waren. Und du willst mir tatsächlich auch noch erzählen, dass sie auf Felsen reiten? Warte auf mich, mein Pionier! Ruhe, Ruhe, bitte! Also gut, Leute, hat jemand von euch schon mal ein Musikinstrument gespielt? Zählen Folterinstrumente auch? Nein. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Meerrettich ist auch kein Instrument. Wunderbar. Niemand hat Ahnung von Musik. Aber das macht nichts. Schließlich habe ich genug Talent für euch alle. Tja.
Wann gibt's denn was zu essen? Aufgehorcht, versucht mir nachzuspielen. Die Blechbläser bitte. Gut, und die Holzbläser. Und die Pauker. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Wir versuchen jetzt mal den Takt zu klopfen. Ich möchte alle Anwesenden bitten, sich in Fünferreihen aufzustellen. Dürfen wir dann die Beine schwingen? Nein, SpongeBob, wir sind nicht beim Ballett. Beine schwingen? Ich will auch mal die Beine schwingen. Au, was soll das, du? Wem gehört der weiße Opel-Kapitän? Ihr Licht brennt noch. Jetzt komm schon, Bus. Ich muss nach Hause und Gary füttern. Oh, Schnürsenkel offen. Darunter und darüber und schön das Schleifchen. Und ab geht's durch die Öse. Halt! Mein Ballon! Halt! Haltet den Bus an! Nicht schon wieder! Entschuldigen Sie, Sir, können Sie mir helfen? Ja, ich... Nein, nicht den Ballon! Hallo, ich muss wissen, wann der nächste Bus kommt. Ja, schon wieder ist einer weg. Ich muss besser aufpassen. Ich gehe hier nicht mehr weg, egal was passiert. Ich kriege Hunger. Der Handschuh-Bonbon-Behälter. Gut, dass ich den gekauft habe. Mit Handschuhgeschmack. Hey, was ist das? Ein Süßigkeitenautomat. Karamell-Nougat-Crunch. Ich gehe hier nicht weg, egal was passiert. Das dauert doch nur eine Sekunde. Hey! Ja! Also gut, jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss mit lustig. Walfischdreck! Ich bin zuerst an der Reihe und niemand erzählt mir was anderes. Okay, dann als Zweiter. Ich bin als Zweiter dran. Schön. Dritter ist auch gut. Vierter? Nicht schlecht. Also gut, 329. Ich bin als 329. dran, dass mir das ja keiner vergisst. Der Nächste. Wenigstens geht es voran.
Das ist unhöflich! Der nächste. Der nächste. Der nächste. Der nächste. Der nächste. Endlich. Ja, ich bin dran. Der nächste Bus nach Bikini Bottom. Was? Der nächste Bus nach Fahrplan. Ich kann Ihren Akzent nicht verstehen. Der nächste Bus nach Bikini Bottom. Ach so. Sagen Sie das doch gleich. Der nächste Bus geht in 5 Sekunden. Oh, dumm gelaufen, Junge. Das war der letzte bis morgen früh. Oh, nein, das geht nicht. Gute Nacht. Moment, ich bin noch nicht fertig. Hören Sie mich? Ich verlange, dass Sie mir sofort einen Bus nach Bikini Bottom besorgen. Bis dahin rühre ich mich nicht von der Stelle. Du bist verhaftet. Mich kriegst du niemals. Hey, das ist unfair. Cowboys können sich keine Kanonen leisten. Minivans können sie sich auch nicht leisten. Gutes Raumkonzept. Also gut, Spitzkopf. Deine Zeit läuft ab. Du nennst mich Spitzkopf? Ich will jetzt der dreckige Dan sein. Wieso willst du der dreckige Dan sein? Weil ich dreckig bin. Ich würde sagen, ich bin der dreckige Dan. Ich würde sagen, ich bin der dreckige Dan. Nein! Ich sag, ich bin der dreckige Dan. Aua! Ich bin der dreckige Dan. 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 Aua! Ich bin der dreckige Dan. 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 Schreien hilft dir auch nicht. Zwei Flitzpiepen ist der echte dreckige Dan. Na ich? Patrick! Hühnerkeulchen. Okay, Spitzkopf Larry. Und nun zu dir. Spitzkopf! Jetzt wirst du für deine Verbrechen bezahlen, Spitzkopf! Bleib, wo du bist! Ich warne dich! Okay, ich hab dich gewarnt! Hast du gewonnen? Hallo Kumpel. Okay, du darfst gern der dreckige Dan sein. Ich will einfach nur Patrick sein. Wir verschwinden hier besser, bevor sie wieder aufwachen. Nächster Wettbewerb: Schokoladenbar Turmspringen. Mach Platz für einen richtigen Burgerbrater. In seinem Sprung versucht SpongeBob den Bananeneis-Flipflop mit 2 Stielen. Und jetzt völlige Ruhe, bitte. Ich will 1 am Stiel. Perfekt eingetaut. Und geröstete Mandeln, das überrascht uns. Er hat ihn gestanden. Und sehen Sie sich diese gleichmäßige Glasur an. Mach's besser. Rosalie. Mandeln? Verdammt, gar nicht schlecht, aber ein bisschen zu hoch gestochen für die Leute hier. Er glaubt wohl, er ist was Besseres. Besser als du. Jetzt geh da hoch und zeig ihm, wie der einfache Mann seine Milchspeise-Eisprodukte zubereitet. Patrick greift auf einen Traditionssprung zurück. Die einkugelige Erdbeerwaffel mit Schokodip. Sehen Sie sich diese Konzentration an. Oh, das Eintauchen war etwas ungenau. Aber diese Form perfekt. Was sagst du jetzt, Mandelschnösel? Wart's ab, Schokoproll. Wir sind noch lange nicht fertig. Das glaubst du, aber wir sind noch lange nicht fertig. Wir sind noch lange nicht fertig. Mit einem Unentschieden gehen wir in den letzten Wettbewerb.
Brötchen-Wrestling, wer wird das Gold mit nach Hause nehmen? Mr. Krabs von der großen Krabbe? Vergiss nicht, er hat die Schnösel genannt. Oder Plankton vom Abfalleimer. Nicht vergessen, er hat dich Proll genannt. Das ist was Persönliches. Nein, ich heiße nicht Ich mag dich nicht. Ich mag dich viel weniger. Ich hab dich noch nie gemocht. Und ich tausendmal erst recht noch gar nie. Rosa. Gelb. Gelb. Rosa? Du magst mich doch. Schwören wir nie wieder gegeneinander zu kämpfen, mein Freund. Ja, Kumpel. Los gehen wir. Die Surfsaison ist eröffnet. Und hier kommt Larry. Er zeigt uns seine klassische Liegestuhlfigur. Und hier drüben haben wir Sandy. Sie zeigt uns den Handstand. Und da ist SpongeBob, der wieder die Hose zerreißt. Ja, sowas, da ist ein Pappkarton an den Strand gespült worden. Heiliges Fischmehl, das ist ein Schwamm! Warum? 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 SpongeBob! Kommt näher her. Ich brauche... Sag's mir, was brauchst du? Einen Schneider. Weil meine Hose einen Riss hat. Das war nicht komisch. Ich hab mir voll die Sorgen um dich gemacht. Alter! Ich dachte, ich hätte alle auf meiner Seite. Doch dann suchten die Leute ganz schnell das Weite. Sogar meine Liebste wendet sich von mir ab. Nur weil ich meine Hose zerrissen hab. Als der große Larry kam mit seiner Muskelpracht, da hat SpongeBob sich zum Depp gemacht. Sogar Sandy hält ihn für den Psychopath, weil er seine Hose zerrissen hat. Ich weiß, es hilft kein Klagen, kein Ujemine, doch es tut so schrecklich weh. Denn allein zu sein ist noch weniger amüsant als ein Sonnenbrand oder Brötchen voll Sand. Das war mir eine Lehre und es war kein Spaß. Drum hört mir zu, dann lernt ihr was. Bleibt euch selber treu, seid stets auf Draht. Nicht wie ich, der sich die Hose aufgerissen hat. Sonnenuntergänge unter Wasser sind doch was Schönes, findest du nicht? Ja. Ja, das ist klasse. Wir drei ganz allein, nur du und ich. Und die Mauer, die du zwischen uns hochgezogen hast? Ja. Sonnenuntergänge erinnern mich immer an Früchteteller. Und an was erinnern sie dich?
Explosionen. Ich meine Kompositionen. Weißt du, wenn ich jetzt wegen der Schusseligkeit eines Freundes in einer riesigen Explosion sterben müsste, tja, dann wäre das auch gut so. Wow, hier macht sich gerade irgendwas in meinen Gedärmen breit. Hey, riecht nach Apfel. Oder Himbeere. Melone. Hier ist er, der Sonnenuntergang. Ich zähle ihn ja immer so gern runter. 5! Los, zähl du weiter, Kumpel. 4, 3, 2, 1. Wir haben zu früh angefangen. Nochmal von vorne. 5, 4, 3, 2, 1. Naja, wenigstens konnte ich ihm ein paar schöne letzte Stunden bereiten. Ich bin wirklich ein guter Tintenfisch. Hey, Thaddäus, guck dir das an. Hey, Moment, das mit dem sich doofstellen haben wir schon abgehakt. Wieso bist du immer noch da? Ja, wir sind ja jetzt mit der Liste durch. Da habe ich eine neue angefangen. Ich habe ein ganzes Buch voll mit tollen Ideen. Bis Januar sollten wir damit durch sein. Weg mit dem Buch! Ich habe den ganzen Tag mit dir verbracht und unglaublichen Unsinn veranstaltet, weil du explodieren solltest! Du willst, dass ich explodiere? Ja, darauf warte ich schon die ganze Zeit! Okay, ich versuch's. Gary, du isst jetzt deinen Nachtisch auf, weil der nämlich lecker schmeckt! Jetzt bist du dran. Das hab ich nicht gemeint, du Schwachkopf! Nicht schlecht. Nein, ich meine explodieren, wie in 1000 Teile zerfetzt werden. Warum soll ich das denn machen? Weil der Kuchen, den du gegessen hast, eine Bombe war. Welcher Kuchen? Der, den ich auf Mr. Krabs Schreibtisch hab stehen lassen, den ich einem Piraten für $25 abgekauft hab, von dem ich nicht wusste, dass er eine Bombe ist und den du gegessen hast. Übel. Ach so, du meinst sicher den hier. Ich hab ihn extra aufgehoben, damit wir ihn uns teilen können. Mahlzeit. Ups. Tagsüber kommt man nie dazu, die Decke zu putzen. Ach, 24 Stunden am Tag geöffnet haben. Was für eine dämliche Idee. Wer will schon einen Krabbenburger um 3 Uhr morgens? Oh, Kinder, 3 Uhr morgens. Das muss man sich mal ansehen. Ist ja wie eine Geisterstadt hier. Sehr witzig, SpongeBob. Was denn? Und die Lichter flackern genau wie in der Geschichte. Lass mal, schon kapiert. Sag mal, wie machst du das denn, ohne den Schalter zu berühren? Ich mach gar nichts. Das sind diese lausigen Elektroleitungen. Dieser Schuppen ist nicht für den 24-Stunden-Betrieb geeignet. Was? Was? Hallo? 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 Netter Einfall von dir. Wieso netter Einfall? Das Telefon klingelt und es ist niemand in der Leitung. Mich kriegst du nicht. Jetzt hör doch mal zu, ich bin das nicht. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Wie war das? Erstens die Lichter, dann das Telefon und die Wände sondern grünen Schleim ab. Moment mal, falscher Film. Aber was war das dritte Zeichen? Ich wusste gar nicht, dass die Busse so spät noch fahren. Tun sie auch nicht. Da ist aber jemand ausgestiegen. Der hackfleischende
fleischhackende, hackstockende Zerhackstückler. Der hackfleischhassende Zerhacker. Oh. Endlich hast du es kapiert, wir sind am Ende. Ich weine nicht deswegen. Ich bin bloß so gerührt, dass du dir die Mühe machst, dich als Geist eines Burgerbraters zu verkleiden und dich auf die andere Straßenseite stellst, nur um mir eine gute Show zu bieten. Du musst mich wirklich mögen. Leider sprechen zwei Dinge gegen deine Theorie. Erstens, ich hasse dich. Und zweitens, wie soll ich das sein, wenn ich doch direkt vor dir stehe? Ah! Fleischhassende Zerhacker! Bitte verschone mich! SpongeBob, ganz egal, was ich gesagt habe, irgendwie habe ich dich immer gemocht. Und ich habe deine Klarinette benutzt, als mein Klo verstopft war. Was? Verschone mich! Ich möchte mich um einen Job bewerben. Ich habe auch einen Pfannenwender dabei. Ich habe vorhin angerufen, aber wieder aufgelegt, weil ich so nervös war. Haben Sie Referenzen? Moment! Er war also am Telefon und im Bus auch? Aber wer war das mit den flackernden Lichtern? Nosferatu! Jetzt geh einfach da raus und gib ihm, was er will. Lass deinen Charme spielen. Umgarne ihn. Was kann ich für Sie tun, Süßer? Wir sind erledigt. Ich muss alles probieren, was auf der Speisekarte steht. Hervorragend gewählt, Schätzchen. Geht gleich los. Er will einmal die Speisekarte. Dann werden wir ihm ein wahres Festmahl kredenzen. Die Zukunft der großen Krabbe steht auf dem Spiel. Knusprige Seetangchips im Brotteig. Babyflusskrebse in Buttersoße. Hausgemachte Treibholznockerl. Frischer Schneckenpudding. Alten Cola Light. Gebratene Blaubarschbällchen. Also bitte, meine Herren. Ich würde gerne meine Arbeit in Ruhe beenden. Und hat es unserem irresüßen Inspektor denn geschmeckt? So weit, so gut. Ich muss nur noch einen einfachen Krabbenburger probieren, dann ist meine Inspektion beendet. Er sagt, wenn er noch einen Krabbenburger kriegt, haben wir die Inspektion bestanden. Weißt du, was das bedeutet, Minion? Alles klar, an Deck! Bitte unterbrechen Sie den Konkon für eine wichtige Eilmeldung. Die Polizei warnt vor einem Mann, der sich als Gesundheitsinspektor ausgibt, um Essen umsonst zu ergattern. Das war's auch schon. Essen umsonst! Vielleicht sollten wir das mit dem Betrüger dem Herrn hier erzählen. Du schwammiger Schwachkopf! Er ist der Betrüger! Er hat uns abgelenkt! Abgelenkt? Verkackeier! Rippen gedöngelt! Das ist zwar kein Wort, aber du hast ganz recht. Guck ihn dir an. Der wechselt bestimmt nie seine Unterwäsche. Der pinkelt bestimmt auf den Rand. Den Hut hat ihm bestimmt seine Mama gekauft. Dieser Betrüger will also einen Krabbenburger. Und bei Neptun, den soll er auch bekommen. Dem zeige ich jetzt, was eine Killerkrabbe ist. Mach mit oder du bist gefeuert. Es ist zwar nicht meine Art, aber es wird sicher super komisch. Seepferdchen wäre dich das schärfste Zeug im ganzen Ozean. Oh, warte mal. Ich habe noch ein paar abgeschnittene Zehennägel im Büro. Hoppla, jetzt ist er mir ins Klo gefallen. Dann fisch ihn wieder raus und trockne ihn mit einer Turnschuhsocke. Also, das ist der teuflischste Krabbenburger, der jemals gemacht wurde. Ich nenne ihn den Killerburger. Hey, wird's bald mit dem Burger. Bitte schön, guten Appetit. Ah, du Delikatesse, komm zu Papa. Ja. Hörst du das? Er isst ihn. Guck doch mal, wir husten. Ach, wir leiden. Hast du das gesehen, Mignon? Wie der gerade gekocht hat. Wir unterbrechen Ihr Gelächter auf Kosten anderer Leute für eine wichtige Eilmeldung. Der falsche Inspektor wurde festgenommen. So sieht er aus. Wenn ein Gesundheitsinspektor in Ihr Lokal kommt und nicht so aussieht, ist er echt.
Puh, was für eine Erleichterung. Was, Mr. Krabs? Ich bin mir sicher, dass unser Mann Verständnis hat, wenn wir ihm die Situation erklären. Und dann können wir alle herzlich darüber lachen. Ja, ich glaube nicht, dass er mitlacht, Minion. Wieso denn nicht? Weil der Killerburger ihn gekillt hat. Oh, Eis! Ah, Eis! Ah, Eis! Okay, mit geschmolzenem Essen auf mich zu spucken, beherrscht ihr tadellos. Und was fällt euch sonst noch ein? Tja, nach einem langen Tag beim Camping ist es immer schön, sich bei einem hübschen Lagerfeuerlied zu entspannen. Das hier heißt das Lagerfeuerlied-Lied. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-E-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. L-A-G-E-R-Feuerlied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. L-A-G-E-R-Feuerlied. L-A-G-E-R-Feuerlied. Nicht schlecht. Und darum.